Die Tapete ist von Eifinger, das ist holländische Marke. Hier schön Papagei zu sehen, wunderbar. Und man grundiert oder man streicht Wände farblich vor, wenn man eine richtig dunkle Tapete hat. Denn es könnte ja mal sein, dass die Nähte ein bisschen aufgehen und da wollen wir das Weiße nicht drunter sehen. Aber hier ist es eine absolute Herausforderung für mich. Hier eine Rundung und hier ist eine Rundung. Und das muss natürlich im Lot tapeziert werden. Und wir haben einen Versatz von 90 cm. Sprich, ein Rapport aller 90 cm kommt wieder das Muster. Und da ist es hier echt schwierig, vernünftig in der Rundung zu tapezieren und dass der Versatz unten auch passt. Es kann sein, dass die Tapete runtergeht und sich dann durch die Rundung, weil die Rundung ein bisschen kippt, dann einfach schräg weggeht. Gibt es da noch so ein paar Tricks? Muss ja nicht alles verraten, aber das ist eine Herausforderung. Da gucke ich schon mal durch, ob ich das auch hinbekomme.